Natürlich war das Dead Space, war nicht meine Tür. Logisch. Und hast gepupst. Wir sind übrigens in der Aufnahme. Umso schlimmer, ey. Ich hab's dir ja extra gesagt, bevor du irgendwas Peinliches sagst. Weil ich ein lieber Mann bin. Ja, ja, du bist sehr lieb, ey. Langsam kann ich mir vorstellen, wie groß eine... Wie groß denkst du ist, Leviathan? Ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ich wusste ja nicht mal ansatzweise, wie das Ding aussehen soll oder was das da ist. Also ich stelle mir irgendwie so ein riesiges Tentakel vor. Da denkst du nicht wirklich falsch. Ich hätte mit allem außerte. Also ich fand ihn ziemlich unspektakulär. Ich habe gedacht, da kommt irgendwas dann. Moment. Aber das da. Oh. Logbuch der Hydrostation, Dr. Frost. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Okay, ich bin in Ebene 3 getrieben, aber ich möchte mir erstmal die zweite Ebene ansehen. Audio aus? Ja. Wunderbar. Ah, ein Knoten und ein Speicher. Ja. Sollen wir erstmal speichern und dann gehen wir... Ich weiß nicht, soll ich einfach nach oben gehen? Soll ich nach oben gehen oder mir die Ebene ansehen? Was würdest du mir raten? Warte, lass mich gucken. Guck dich mal gerade um, wo du bist. Gib mal in den nächsten Raum. Ich kann dir sagen, ob er böse oder nicht böse ist. Weil das sagt mir jetzt nicht mehr allzu viel. Dö. Oh, böse. Okay. Du hast gespeichert, ne? Du kannst ruhig rein. Du hast ja gerade gespeichert. Du hast ja immerhin hinter dir. Ich soll nach Ebene 3, sagte ja. Wegweiser. Okay, weil dann würde ich erstmal fehlen. Dieser Gang, der verfolgt mich. Toll, jetzt soll ich wieder nach unten. Jetzt kann ich aber auf Fuß. Sagen, ich ahne jetzt, ich denke auch, dass du jetzt, ich wollte gerade sagen, ich hab's mir schon mehr. Also ganz auswendig kenne ich es nicht mehr, aber ich hab's mir schon gedacht, ey. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich hin musst, aber. Meine Schwester hat mich nicht vorgewarnt, also ich wusste in der Stelle nichts. Willst du mich vorwarnen? Nö, ich sag nur, dass es ja, es kommt halt was, man ahnt es ja auch, aber... Gold. Neu, cool. Okay. Wow! Sorry, aber den Effekt hat sie mir auch nicht gehört. Oh, Mann. Hier bin ich so abgekackt, ey. Scheiße. Ich seh nicht. Oh, knapp. Oh, schade. Ich habe gedacht, du würdest es sehen. Meine Schwester und ich wurden hier verarscht. Wir haben es beide beim ersten Mal nicht geschafft. Du wirst da hingezogen. Ja. Das musst du dir bei mir unbedingt mal ansehen. Du wirst da hingezogen. Isaac klammert sich fest und das Vieh haut ab. Und ich so, ha, er hat sich doch festgehalten. Er steht auf, das Vieh kommt... packt ihn an den Kopf und zieht ihn rein. Oh, leck mich, ey. Das war so dumm. Oh Gott. Ja, aber ich habe damit auch nicht... Ich habe ja geahnt, dass was kommt, aber ich habe damit einfach nicht gerechnet. Boah. Und so gewandert man in einer einzigen Station in ein ganzes Magazin. Ach, nur einmal. Jawohl, 25... 25 Schuss? 16. Wow. 16 Schuss. Ja, ich gehe jetzt von dem, ich gehe jetzt von diesem, ein Magazin ist für mich das, was ich im Inventar habe, diese 25, nicht, ja, 16 halt, keine Ahnung. Audio-Log, Moment. Hier ja, spricht Tempo, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck, das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Wahrscheinlich ist dieses ganze organische Zeug der Leviathan. Du meinst diese Wand? Ja, dieses ganz oder so oder? Ja, dieses ganz lebendige Zeug. Nö, eigentlich nicht. Der Leviathan ist schon eine eigene Sache. Ich würde eher sagen, dass das in so eine Art, ich
Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Die Stelle mag ich nicht. Nicht mal irgendwie wegen Mobs, aber ich wollte gerade sagen, du musst aufpassen. Du müsstest ja da oben gesehen haben, da sind... Oh, da. Da hast du auf keinen Fall ranspringen. Ich bin erst beim zweiten Mal. Ich habe diese Wand nicht gesehen. Ich habe versucht, da durchzuspringen. Oh Mann, das war keine gute Idee. Mist. Ich bin da, Tamara musste mir einen Tipp geben. Ich so, Stase. Das Ding ist, irgendwie finde ich das unlogisch. Das müsste ja Stase auch weiterhin elektrische Sachen ausstoßen, was? Ich bin jetzt zurückgesprungen. Das müsste ja weiterhin elektrische Sachen ausstoßen, nur langsamer. Deswegen kam das für mich einfach in logischer Weise in dem Sinne nicht in den Sinn, das zu machen. Ich sag ja, man verliert hier unglaublich schnell den Überblick. Das ist sehr, sehr nervig. Clark, Superman, der hat einfach hat vielleicht eine seltsame Namenszusammenstellung, ey. So was von nervig da, das geht so geil. Schnipp, schnapp, Tentakel ab. Nix. Ach doch, da ist was. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, du musst eh irgendwie... Irgendwo war hier doch was. Man kann das Ding abstellen. Auch so ein Atmer da. Ja. Null. Na, die Wand geht natürlich bis dahin. Oh mein Gott. Gott. Ich kann mal wieder nicht durch die Luft schießen. Das ist sowas von nervig. Wer hätte das gedacht? Also an der Stelle habe ich auch gedacht, also hier wurde es dann irgendwann langweilig. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Genau, schieß es mit dem Ding ab. Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Hast du ihren Bruder gesehen? Naja. Hm, was? Ach so, ja. Sag doch, dass das... Weil das ist nicht. Ich bin eh irgendwo zwischen Konzentration, Grusel und dir zuhören gebunden. Weißt du, und da hab ich auch gedacht, das sagt sie öfter mal, ja, der Bruder, das wäre alles in Ordnung, hat mir zugewunken. Damit müsste das eigentlich auch schon gesagt haben, dass er Leute sieht. Nee, komisch. Ich dachte eigentlich, er fängt als erster damit an. Komisch, egal. Es ist jetzt nichts Storylastiges, also es ist jetzt wirklich absolut nichts, was jetzt zur Story bei den beiden. Also ich spoiler da jetzt nichts Übelst oder so. Aus. Yay, ein aus. Für so ganz blöde, für mich so. Ein aus, genial. Ein Öff. Bist aber nicht blöd, mein Engel. Also. ja, du weißt schon, dass das nur ein... Das Ding ist, das habe ich mir angewöhnt. In Schwerelosigkeit nehme ich keine Tentakel mehr wahr. Weil das öfter mal passiert. Am Anfang von Dead Space, da habe ich gedacht, da wäre noch ein Mob. Dabei habe ich nur sein Tentakel, seine Kralle weggekickt aus Versehen. Schwerelosigkeit. Sieht aus wie eine sehr komplizierte Rechnung, oder wie ein... Die tanzenden Männchen. Etwas für Sherlock Holmes. Don't believe the lies. Don't believe the lies. Is a lie. Read what they was? Really are. Oh, das hier ist das Alphabet. Da machen wir mal einen Screenshot von. Druck. Das
ist das Alphabet von denen. Es ist Kimiko längst weg. Kann also sein, dass es gleich wieder Skype-Geräusche gibt. Ja, Skype-Geräusche. Begleitet sie uns eben nicht noch weiter. Wieso glaube ich, dass ich auf dem Rückweg auch nicht verschont werde? Wobei man hier eigentlich nicht wirklich kämpfen kann auf dem klebrigen Boden. Ah, speichern. Gut, machen wir hier einen Schnittband, bis Kim Königs wieder dabei ist. Und falls ich euch wirklich so wenig rede, dann nehmt es hin. 5 Stunden sind wir schon dabei. Hey, Digga. Ich will noch sehen, was hinter der Tür ist. Aber ich habe nur eine halbe Stunde, muss ich eh pennen. Gut, dann machen wir hier einen Schnitt und der nächste Aufnahmeblock geht dann hier eben weiter. Bye, bye!